Das Deutschlandspiel gegen Südkorea steht vor der Tür. Und damit man was zu essen hat, dachten wir, wir machen heute Schweinebrötchen mit Sangjang. Wie man das macht, wie man das isst, das könnt ihr sehen, wenn ihr dran bleibt und euch das Video anguckt. Viel Spaß! Zunächst marinieren wir unser Spicy Bulgogi. Dafür brauchen wir eine Birne, eine halbe Zwiebel, 3 bis 4 Knoblauchzehen, 1 Esslöffel Ingwer, eine Frühlingszwiebel, 1 Esslöffel Sojasauce, 2 Esslöffel Sesamöl, 3 Esslöffel scharfe Pfeffersoße, 1 Esslöffel Zucker, wir nehmen Zucker mit X, 1 bis 2 Esslöffel Honig und etwas Pfeffer. Und natürlich Bauchfleisch. Als erstes schneiden wir das Fleisch in der Mitte einmal durch und dann in 3 mm Streifen. Und schon ist das Fleisch fertig. So, das Fleisch legen wir jetzt beiseite und bereiten die Marinade vor. Für die Marinade brauchen wir etwas Ingwer, 3 bis 4 Knoblauchzehen und eine halbe Zwiebel. Und natürlich darf eine Birne nicht fehlen. Die muss aber noch entkernt, geschält und entkernt werden. Und nun kommt die entkernte und geschälte Birne auch in den Mixer. Und jetzt wird alles schön püriert. So, die pürierten Zutaten tun wir jetzt zum Fleisch dazu. Zu den Zutaten tun wir jetzt die Frühlingszwiebeln noch ein bisschen klein schneiden. Am besten erst in kleine Streifen schneiden, damit es schön fein wird. Und dann klein schneiden. Dann kommen noch die Sojasauce und das Öl hinzu. So, den Pfeffer rein. 1 bis 2 Esslöffel Honig. Und die rote Pfefferpaste. Jetzt alles gut verrühren. Wenn alles gut verrührt ist, tun wir es an die Seite für ca. eine Stunde, lassen es einmarinieren und kümmern uns in der Zwischenzeit um die Soße. Für unsere Soße, unsere Zamjang-Soße, benötigen wir
2 Esslöffel Sojabohnenpaste, 1 Esslöffel scharfe Pfeffersoße, eine klein gehackte Frühlingszwiebel, eine klein gehackte Knoblauchzehe, eine klein gehackte Zwiebel, 2 Teelöffel Honig, 2 Teelöffel geröstete Sesamsamen. Am besten gleich etwas mehr machen, dann habt ihr nachher noch was für das Fleisch. 2 Teelöffel Sesamöl. Sobald alle Zutaten klein gehackt sind, werden die einfach nur noch vermischt und können durchziehen. Alle Zutaten, die noch nicht klein gehackt sind, sollten wir erstmal klein hacken. Und vermischen dann die restlichen Zutaten damit. Vermengen. Fertig. So, jetzt an den Grill. So, wir haben das Fleisch draufgelegt. Es liegt in der indirekten Zone, zieht da Temperatur. Wenn es genug Temperatur hat, wenn es ein bisschen bräunlich ist, ziehen wir es nochmal auf die direkte Zone. Da haben wir 2 Flammen an, rösten es ein bisschen an und dann ist es schon fertig. Wir haben noch so Knoblauch und Paprika draufgelegt, die wir auch ein bisschen erwärmen und anrösten. Wofür, das seht ihr dann gleich, wenn es fertig ist, wenn wir zum Essen wieder da sind. Wir sehen uns in ca. 20 Minuten wieder. In Südkorea isst man das Ganze mit Salat. Danke. Putze ich ein bisschen vom Samjang drauf. Danke. Putze ich ein bisschen von drauf. Mit ein bisschen frischen Knoblauch. Wir haben den angegrillt, auf den, noch ein bisschen. Nimmt sich ein bisschen Paprika. Und tut dann vom Samjang drauf. Und zum Schluss rollt man das alles an. Und dann kann man sich das einfach in den Mund schieben. Und es ist köstlich. Das Samjang passt auch super toll zu anderem Fleisch. Barbecue, super geeignet. Probiert es aus, grillt es nach. Mit dem Essen habt ihr ein super geiles Südkorea-Spiel. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von uns sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Wenn ihr informiert werden wollt, wenn wir neue Videos hochladen, dann aktiviert ihr die Glocke. Wenn ihr es richtig gut fandet, drückt auch mal den Daumen nach oben. Das wäre sehr schön. Ihr könnt uns auch bei Instagram immer sehen, was wir als Neuestes und als Nächstes machen. Da zeigen wir unsere Einkäufe. Auch auf Twitter und Facebook könnt ihr uns treffen. So, wir sind raus. Ihr wart bei Dauta and Dad's Sizzle Zone.